sag, das Intro lasse ich so circa 20 Sekunden laufen, bis es ein bisschen schneller wird. Und dann Intro lasse ich 20 Sekunden laufen, bis es ein bisschen schneller wird. Ne? Und dann gehen wir rein. Ja. Ne? Machst du deine Mikros? Ja. Kiel FM, das Radioprogramm des offenen Kanals Kiel. Mehr Informationen zu Kiel FM und den offenen Kanälen Schleswig-Holsteins finden Sie im Internet unter oksh.de. Die Stimme, die ich kenne. Hier ist Kiel FM. Sonntag, hier ist das junge Bühnenradio auf Kiel FM 101.2. Hier ist der Matthias und neben mir sitzt der Klaas und wir haben heute ein volles Programm. Richtig, heute haben wir eine Sendung zu Kiel spielt für Flüchtlinge. Da haben wir diverse Gäste da und auch Künstler, die da vertreten sind. Die werden wir dann interviewen, die werden vielleicht auch noch was spielen, eine auf jeden Fall. Und ja, dann hören wir erstmal weiter Musik und bis gleich. Kiel spielt für Flüchtlinge findet ja dieses Jahr das zweite Mal statt. Wie ist es denn letztes Jahr dazu gekommen? Erzähl doch mal einen Schlag dazu. Wir haben uns vor ca. einem Jahr gegründet. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, dass es ein großes Vernetzungstreffen an der Uni Kiel gab mit weit über 1000 Leuten zum Höhepunkt der Flüchtlingsgrüße. Und da haben sich auch wir zusammengefunden, die wir dachten, wir können mit über Musik Grenzen abbauen und Kieler oder deutsche Kultur den neu zugereisten Flüchtlingen näher bringen. Und wir haben gedacht, speziell wir wollen junge Leute ansprechen, sprich Rockbands zusammenbringen und eine Veranstaltung machen. Da ist relativ spontan vor einem Jahr im November eine Veranstaltung draus geworden, bei der drei hochkarätige Kieler Bands gespielt haben. Und wir haben Kieler und Flüchtlinge haben zusammen getanzt und gefeiert. Und das ganze Event war ein sehr großer Erfolg. Und dieses Jahr wollen wir das zum zweiten Mal machen, ein bisschen mit mehr Vorlauf. Der Termin ist am 8.10., findet in der Pumpe statt. Vorverkauf bei Streiber und in der Pumpe. Und Abendkasse ist für 10 Euro, Vorverkauf 8 Euro. Jetzt hatten wir vor, Stereobomb zu spielen. Da haben wir zufälligerweise den Gitarristen da. Wie seid ihr denn dazu gekommen, hier bei dem Projekt mitzumachen? Also gekommen sind wir über die Anfrage von, ich glaube eigentlich, dass es Burkhard war vom Jugendring, der uns angefragt hat. Wir hatten alle ein Interesse daran, was zu machen. Also ich glaube, diese Flüchtlingskrise letztes Jahr ist ja für alle irgendwie ein großer Einschnitt gewesen und es ist ja medial bis heute immer noch immens präsent. Und ich glaube, als Musiker ist das eine Möglichkeit, was zu tun, ein Statement zu setzen und das wollen wir tun. Alles klar. Wo wir gerade bei weiteren Künstlern sind, wir haben auch Zoe hier. So, ich habe gesehen, du hast deine Gitarre mitgebracht. Du kannst dann hier sozusagen live was performen, was und sozusagen Werbung machen für die Veranstaltung in Live-Form. Ja, auf jeden Fall. Time is a time's a bird, and if you're waiting, 'cause trading is a thief, and time's a crook if you don't have it. Oh, come on soon, come home soon, and time's a bird, and if you're waiting, 'cause trading is a thief.
einer dieser Special Guests, den habt ihr ja schon gehört, das ist die Zoe. Mhm. Zusätzlich werden wir noch weitere haben, die werden wir jetzt nach und nach bei uns auf der Facebook-Seite Kiel spielt für Flüchtlinge announcen, also immer mal vorbeigucken. Wer es noch nicht kennt, einfach mal einen Daumen da lassen, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und könnt gucken, was sich so rund um das ganze Projekt tut. Kommt vorbei, habt mit uns einen schönen Abend und lasst uns für den guten Zweck rocken. Verabschieden wir uns mal so langsam von unseren Gästen. Zum Abschluss gibt es Ghost of Tomorrow.